Jo Freunde, herzlich willkommen, da hat mein Stuhl geknackt, herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Zu Beginn erstmal direkt der Gewinner vom gestrigen Gewinnspiel von den V-Bucks, den sind jetzt hier irgendwo eingeblendet. Und dann schauen wir uns jetzt gemeinsam den heutigen Vorteil-Shop an, klicken wir drauf und das haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben einen neuen Emote drin, den finde ich ziemlich geil. Ich habe gerade schon mal kurz eine Vorschau gesehen und er gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Fangen wir schnell auf der linken Seite an, erstmal der Krypto mit dem mega geilen Backpack, also den Skin finde ich ultra hässlich, habe ich kein einziges Mal gespielt, aber der Backpack, der reißt es hier komplett raus. Den finde ich richtig cool. Schaut zu fast jedem Skin geil aus. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dazu gibt es noch die Lackierung. Finde ich okay. Sie ist halt so animiert. Ja, jetzt auch nicht die krasseste. Mich stört ein bisschen das Schwarz. Ich glaube, es hätte noch mal cooler ausgeschaut mit einem, vielleicht mit einem Weißton oder so. Dann haben wir im nächsten Slot den MC Waffle mit seinem reaktiven Backpack, wo sich dieses Eis hier so füllt, wenn man Leben hat. Also je mehr Leben man hat, desto weiter ist es gefüllt. Dazu das Waffeleis, was ein bisschen Nebel hat. Das finde ich ziemlich cool. Ich habe auch letztens in meinem Video gesehen, dass jemand gesagt hat, dass ich den Sound bitte ein bisschen lauter machen soll. Wird gemacht. So. Okay. Und als letztes noch dann den Waffeleisflieger. So aus Eis gebauter Gleiter. Genau, und dann kommen wir zum nächsten Slot und zwar zum Schlappohr. Diese beiden Tierskins, einmal der Hase und der Wolf. Und dazu natürlich dann immer noch das Flauschsegel, der passende Gleiter und die Hacke. Sound, schaut mal ein bisschen extravagant aus, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kommen wir dann jetzt schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da, gestern auch wieder richtig krass eskaliert. Vielen Dank dafür, über 6600 Daumen nach oben, richtig krass, vielen Dank an euch. Und dann kommen wir jetzt zum Highlight des heutigen Tages und zwar zum neuen Emote. Signature Shuffle heißt der und kostet 800 V-Bucks und ich würde sagen, wir klicken direkt mal drauf. Und oh mein Gott, sind diese Effekte geil. Auch gleich wieder mit den Armen. Richtig nice. Gefällt mir, ist mal wieder ein bisschen was anderes. Cool Musik. Moves sind geil, also wird sich direkt gegönnt. Schreibt mir gerne mal auch in die Kommentare, wie ihr den findet, aber mir gefällt es seit langem mal wieder richtig gut. Einer der besten Emotes im, würde ich sagen, letzten halben Jahr. Ich werde auch wieder 1000 V-Bucks verlosen und zwar an alle meine Abonnenten. Also falls ihr heute ein paar V-Bucks haben wollt, um euch zum Beispiel hier den neuen Emote zu holen, dann einfach nur ein Abo da lassen, denn ich verschenke das nur an meine Abonnenten. Also kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Und wenn ihr das gemacht habt, dann mal ein Hashtag neuer Emote, Hashtag neuer Emote in die Kommentare schreiben, wenn ihr heute hier den Emote kostenlos haben wollt. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Slot, wo wir die Experte drin haben. Ich fand ihn am Anfang ziemlich cool, aber irgendwie habe ich ihn dann noch nicht so gefeiert, wie ich dachte. Dann wieder mal den Wacken-Mode, richtig geiler Dance. Vor allen Dingen mit vielen weiblichen Skins oder etwas dünneren Skins, wie zum Beispiel dem John Wick als männlichen. Schaut er ziemlich cool aus. Je dünner die Beine und die Arme, desto besser schaut es hier aus. Dann der Chrome-Skin, leider gar nicht mein Fall. Ich finde die Idee ziemlich cool, aber das Outfit gefällt mir leider nicht so. War auch, glaube ich, schon eine Weile jetzt nicht mehr im Shop drin. Dann wieder mal Spektralhacke. Ich glaube, das häufigste Item im letzten halben Jahr war die Spektralhacke. Und im letzten Slot dann die Streusel-Lackierung, passend wieder zum Eis. Ich finde sie leider nicht so krass, obwohl es ganz lecker ausschaut, aber ist jetzt leider nicht so die heftigste Lackierung. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr hier keine neuen Skins mehr verpassen wollt. Ihr könnt gerne auch rechts mal abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also Top oder Flop. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich werde nachher auch wahrscheinlich wieder streamen. Gestern den Stream könnt ihr übrigens hier noch sehen. Einfach mal hier draufklicken und dann würde ich sagen, hören wir uns dort. Tschüss! Übrigens, Creator kurz noch eintragen. Danke, tschüss! Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite back again with another item shop video. Today is June 12th, 2019. I know I butchered the number 12. Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as other content throughout the week. Today's other upload, I talk about my idea on what Fortnite's doing with the old items for the item shop. So definitely check out that video. Also leave a like and if you actually like it. And if you want to support me in the item shop today, make sure you use code iTalkFortnite, new emote signature shuffle. Definitely buying it. It's basically Electro Shuffle, but a lot better. Cryptic is back. Comes with a backbling spectral spine. It's actually pretty good, even though it's like an abstract clone. The Enigma wrap. We will cycle through the models. Really good. One of the best wraps, honestly. Okay. Little Whip is back. Comes with a backbling snow cone. It's actually a really funny backbling. Ice Pop. And the Ice Cream Cruiser
glider. Flapjacky is back, comes with the backling Nibbles. So we got Growler, comes with the backling Wolfs. Okay, Poofy Parasails got two edit styles, the dog and the rabbit. Little insignia on the top of the glider there. And the Jack Spammer. Okay, so we already saw Signature Shuffle. Maven is back, comes with the backling Techie, great skin. Wiggle Emote's back. Feel like we never see this one. Chromium is back. Kodak skin has been a little bit. Spectral Axe. We see this one too much. And Sprinkles is also back. Cycle through the models. Another wrap I think we see a little bit too often. And that is it for the shop, guys. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a great one now. See ya.